Der Profifußball setzt aktuell aus und damit konnte das hoch erwartete Spiel zwischen unseren Rothosen und Arminia nicht stattfinden. Da dachten wir uns, hieven wir das doch auf die virtuelle Ebene. Zwei HSV-E-Sportler gegen zwei Bielefelder-E-Sportler. Am Sonnabend zur bekannten Spielzeit war es soweit. Zunächst bekam es Leon mit Wut zu tun. In der 35. Minute klingelte es dann zum ersten Mal. HSV-Nachwuchskicker Quarteng netzte aus knapp 13 Metern ein. Bei beiden Partien gab es ein Hin- und ein Rückspiel und nachdem Leon die ersten 90 Minuten für sich entscheiden konnte, trumpfte er auch im zweiten Aufeinandertreffen groß auf. Harnik drehte sich, Linksschuss, Tor. Für die Entscheidung sorgte Leon dann in der 68. Minute nach diesem wunderschönen Spielzug. Kommt jetzt mit Ken Zombie auf Quarteng. Das ist Harnik. Schöner Dragback. Oh, ist das abseits? Wahnsinn! Der zählt, ne? Der zählt. Insgesamt siegte unser HSVer also mit 3:0 gegen Wut. Im zweiten Spiel traf Niklas auf Krapsi. Nach einer ereignislosen ersten Halbzeit startete Krapsi mit Staude einen Sololauf, legte quer und schoss zum 1:0 Hinspielendstand ein. Im Rückspiel sorgte Niklas dann für Spannung. Nach knapp 30 Minuten netzte Harnik zum 1:0 und damit zum Ausgleich. Doch mit der letzten Aktion des Spiels schaffte Arminia-E-Sportler Krapsi doch noch den Ausgleich im Rückspiel und damit den Sieg für Bielefeld im zweiten Spiel insgesamt. Wagnermann ist angewählt. Und das ist das 2:1. Siegtor für die Bielefelder. So endete die Partie mit einem versöhnlichen 3:3 Unentschieden. Danke für dieses schöne Event.